Der Hyundai Kona gehört zu den erfolgreichsten Elektroautos weltweit. Und Hyundai gibt Gas, nein, man muss sagen, gibt Strom und hat gesagt 2021 Facelift, wir machen es noch besser. Und wir sind stolz, Ihnen jetzt das 2021er Modell in einem Kurzporträt vorstellen zu können. Achtung, wer sich intensiver für interessiert, wir werden auch eine richtige Langversion, 20, 30 Minuten machen, wo wir alles im Detail erklären. Und es wird auch noch einen Film zu den unterschiedlichen Ausstattungslinien geben. So, wir beide haben ja den Hyundai Kona lieben gelernt in den letzten Jahren, weil er wirklich wahnsinnig viel Spaß macht. Aber es kann ja sein, dass der ein oder andere uns jetzt zuschaut und sagt, Hyundai Kona, ist das ein Golf, ist das ein Unimog, was ist das? Denn jetzt stellen wir uns mal allgemein das Fahrzeug erstmal vor. Ja, also unser Hyundai Kona gibt es ja in verschiedenen Varianten von Elektro, Benzin, Diesel, querbeet alles durch und siedelt sich als BSUV, also ein kleiner Geländewagen, dementsprechend zum Markt ein. Ja, wenn du jetzt hier jemand kommen rein, werdest du die Familien oder wo würdest du sagen, hey, da passt diese Fahrzeugklasse ideal? Ist eigentlich querbeet, also man kann es als Familie nutzen. Klar, wenn ich jetzt hier einen Urlaub 5 Wochen machen möchte und dementsprechend Platz brauche, da ist dann der Kofferraum dementsprechend zu klein. Aber als Alltagsauto, als Pendlerfahrzeug für alles geeignet. Und ich liebe ja solche Autos, nicht wegen dem SUV, die meisten haben ja auch gar keinen Four-Wheel-Drive, sondern wegen diesem Hörsitz. Ja, genau. Also dieses Ausblick und mit der Bandscheibe tut es auch richtig gut. Und ich glaube, da wirst du mir auch recht geben, wer so ein Elektroauto noch nicht gefahren hat, muss dringend das mal bei einer Probefahrt machen, weil was viele unterschätzen, das sind keine Ökoschüssel, das sind vollwertige, tolle, stylische Autos, die irre viel Spaß machen zu fahren. Beschleunigen, dieses ohne Schaltung etc., das ist ein anderes Fahren, das ist schön. Gut, das war jetzt mein emotionaler Einstieg dazu. So, jetzt natürlich, wenn wir über Autos reden, dann beim Verbrenner würde man sagen, was verbraucht er, wie schnell fährt er, Beschleunigung, Reichweite, keine Ahnung. Wobei Reichweite ja bei Elektroautos wichtiger Sehr ist. Sehr interessant, genau. Was kannst du uns denn dazu erzählen? Ja, also wir haben an sich von den Batterien her immer noch die gleichen Thematiken. Wir haben 204 PS mit einer 64 kW Batterie. Oder die kleine Variante 136 PS mit einer 39 Kilowattstunden Batterie. Und mit der großen Variante kommen wir 484 Kilometer weit. Das wäre dieser berühmte Normverbrauch. Genau. Aber wenn jetzt der Dennis fahren würde, wie weit würdest du kommen? Das kommt jetzt immer stark darauf an, wo ich das Fahrzeug fahre. Bin ich jetzt viel in der Stadt unterwegs, habe ich viele Kunden, die kommen noch weiter als 484 Kilometer. Achtung, es werden viele wundern, was du beim Verbrenner sagst, im Stadtverkehr höchste Verbrauch. Ja. Das Elektroauto holt sich ja die Energie beim Bremsen wieder zurück. Richtig, genau. Somit ist das keine Angst vor der Stadt fürs Ehefrau. Genau, also okay. Für die Stadt ist das Auto einfach perfekt. Ja. Wenn ich jetzt aber sage, ich fahre jetzt Autobahn oder ich fahre Landstraße, dann sind wir im Normalfall immer noch einen Tick unter den 484 Kilometer. Da kommt es ganz auf den rechten Fuß an, wie stark der Richtung Boden geht. Ja, also realistisch, wenn jemand sportlich fährt, 350 können wir das so sagen. Das ist dann schon sehr sportlich in dem Fall. Also ich würde so zwischen 400, 430 Kilometer im Norm angehen. Ja, jetzt gibt es ja verschiedene Ladetechniken vom Supercharger von Tesla bis zur Schuko-Stecker in der Garage. Wenn ich jetzt so eine Wallbox habe, kannst du uns so für die Unerfahrenen sagen, wie lange brauche ich denn so ein Auto zum Betanken? Ja, das kommt jetzt immer darauf an, wie viele Kilowattstunden rauskommen. Also wir haben jetzt auch hier bei der großen Variante dreiphasiges Laden. Das heißt, habe ich einen Starkstromanschluss, kann ich eben zu Hause bis zu 22 kW dann auch laden. Ah, da geht aber dann was. Ne? Genau. Hast du das Ding auch voll in, wenn du jetzt mal runtergefahren hast? Ja, also wenn ich jetzt wirklich von 0 bis 100% vollladen möchte, wobei man sagen muss, ab 80% lädt er etwas langsamer, brauche ich mit 22 kW so knapp 3 Stunden. Mhm. Wenn wir die maximale Variante nehmen, von 10 bis 80% immer gerechnet, da lädt er am schnellsten, sind wir mit 47 Minuten wieder voll. Ja, also das ist der berühmte, ich bin mal auf der Autobahn, sag okay, komm Kids, wir gehen mal einen Apfelstrudel essen und danach können wir wieder weiterdüsen. Genau. Wer sich noch nicht damit beschäftigt hat, weil der Dennis gerade die ersten 80% gesagt hat, die letzten Prozent einer Batterie vollzuladen, das soll man nicht mal mit Vollpower machen, weil man sie, glaube ich, damit auch ein bisschen kaputt macht. Schonend. Die letzten Prozent ein bisschen langsamer. Dennis, ich bin ja auch schon mal eine komplette Woche Probe gefahren und den einen oder anderen interessiert natürlich auch Fahrleistung und dieses, ich drücke mal, also ich bin Operfahrer eigentlich, aber ich drücke da mal durch und der war unter 8 Sekunden auf 100. Ne? Der geht richtig vorwärts. Ne? Vor allem die ersten Meter sind das, was so ein Elektroauto ausmacht, weil der ist sofort da. Ja. Das ist überhaupt kein Thema für das Fahrzeug. So, also dieses Durchstarten, das ist einfach faszinierend. Da merkt man erstmal, was Turboloch oder so heißt, ne? Denn das gibt's hier nicht. Ne? Ja, also ich,
ich glaube, wir beide wissen jetzt den Wert auch nicht, aber man kann auch durchaus 180 oder so mit dem Auto dann auch fahren. So um die Richtung 160, 180, so in dem Bereich sind wir unterwegs. Wobei das Fahrzeug nicht zum Schnellfahren gemacht ist. Viele nutzen es eben als Pendler, Autobahn oder in der Stadt. Und dafür ist das Fahrzeug optimal. Ja, ich mein, wer jetzt Sportwagen, der wird dann wahrscheinlich doch mal beim i30N oder so vorbeischauen. Ja, genau. So, jetzt aber natürlich abschließend für ein Kurzporträt, wenn natürlich auch viele sagen, puh, das Auto sieht toll aus. Ah, was ist das für ein Lack? Eine extrem ungewöhnliche Farbe. Jawohl. Himmelblau Korea. Nee, was ist das? Also das ist jetzt auch mit einer der neuen Farben, die es jetzt beim neuen Kona Elektro Facelift gibt. Ja. Das ist die Variante, verurteilt mich nicht für die Aussprache. Dive in Jeju, ich weiß jetzt nicht original, wie man es ausspricht. Das ist also eine Bucht in Südkorea, wo man eben tauchen kann. Dementsprechend auch die Dive-Variante, Dive in Jeju. Ja, ich muss zugeben, ich bin eigentlich überhaupt kein Fan von blauen Farben bei Autos. Aber in der Kombi mit dem schwarzen, den getönten Scheiben, also das Blau, was ja Richtung Türkis fast geht, finde ich schon wieder irgendwie cool. So, aber jetzt abschließend, jetzt sagen die einer dann, ist ja ein cooles Auto, Mann, das will ich mal Probe fahren oder das interessiert mich. Wo sind wir denn preislich? Also preislich geht's los bei Liste knapp 41. Na, und dementsprechend, dann kommt es am Ende darauf an, welche Ausstattung packe ich rein, welche Batterie packe ich rein. Und dementsprechend ändert sich das natürlich. Ja, wo wollen wir quasi sagen, volle Ausstattung? Dann haben wir noch nicht. Können wir noch nicht sagen, aber dann können wir auch Richtung 60. Knapp 50 sind wir. 50, okay. Achtung, beim Thema Elektroauto haben wir das Thema Fördermittel, haben wir das Thema weitere Kostenvorteile. Fördermittel ist Stand 21 ungefähr, was ist da möglich? Also wir haben die BAFA-Prämie in Höhe von 6.000 Euro plus den Händlernachlass dementsprechend noch mit an Bord. Also kann man, wie viel kann man da ungefähr nochmal abziehen? Ja, ist jetzt aktuell auch wieder schwierig, weil wir haben einmal klar den Standardnachlass, wo Hyundai geben muss. Ja. Hyundai gibt aber aktuell noch ein bisschen was dazu. Das ist jetzt im ersten Quartal noch so ein bisschen die Frage, wie viel ist letztendlich. Das ist halt aktuell ein bisschen schwierig, da jetzt gerade hundertprozentige Aussagen zu treffen. Okay, aber man kann, sagen wir mal, 6.000, 8.000 Euro nochmal abziehen. Locker. Ja, ja. Also dann relativiert sich der Preis. Und was viele ja nicht wissen, wenn ich so eine echte Vollkostenrechnung mache, ich habe Steuervorteile, gegebenenfalls habe ich sogar Tankvorteile. Ja. Wenn ich jetzt nicht immer eine super Autobahn für 90 Cent tanke, ich glaube sogar manche Versicherungen würdigen es, ich habe weniger Wartungskosten. Also durchaus auch finanziell ein interessantes Modell. Somit, wir weisen nochmal darauf hin, es wird auf jeden Fall zwei Zusatzfilme nochmal zu dem Modell geben. Wer hier aus Süddeutschland kommt, Dennis freut sich hier in Birkenfeld. Einfach mal das Auto zu fahren. Wenn wir Corona überwunden haben, machen wir auch wieder diese grobe Vormittage, indem wir ganz viele Elektroautos, Wasserstoffautos, Hybrid, Plug-in-Hybrid hinstellen und man den ganzen Vormittag einfach mal mit Anweisungen und Erklärungen die Fahrzeuge fahren kann. Kann ich nur dringend empfehlen. Wir verlinken es hier oben und im Text. Und Dennis, dann gehen wir mal an die Langversion ran. Bleiben Sie uns erhalten. Freuen uns über jedes Like und jedes Abo, dass Sie auch nichts verpassen. Und wir machen jetzt die Langversion. Dankeschön.